Hallo, ihr fantastischen Leute da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge Retro Panda. Und heute gibt es keinen Spieletest, sondern von einem Gerät. Ja, und zwar, ihr seht es im Hintergrund selbst in meinen Videos immer wieder. Ich mag so beleuchtete Pixelart und ich habe mir schon länger mal überlegt, irgendeine Art, so, es gibt immer diese schön animierten Pixelart Bildschirme mit schönen Animationen und so weiter. Habe ich mir immer mal wieder überlegt und war mir aber nicht sicher, ob ich mir das kaufen soll. Aber da kam jetzt die Firma Die Wurm auf mich zu und habe ich gefragt, ob ich ihr neues Produkt, den Bluetooth-Lautsprecher Dito, reviewen will. Tja, da sage ich natürlich nicht nein. Das ist ein super Design, sieht wie ein alter Computer aus, hat ein schönes Pixel-Display, zeige ich euch gleich im Detail. Der übliche Spoiler oder Vorwarnung vorweg, ich habe dieses Gerät kostenlos von der Firma zur Verfügung gestellt bekommen. Einzige Bedingung dabei war im Prinzip nur, dass ich ein Video davon machen soll, was ich natürlich gerne mache. Ich habe jetzt keine anderen Bedingungen, dass ich das jetzt irgendwie positiv darstellen muss oder ähnliches. Und deswegen seht ihr es auch entsprechend gekennzeichnet als Werbung. Aber genug der langen Vorrede, ich würde sagen, viel Spaß mit den Ersteindrücken. Schauen wir uns das gute Stück also mal genauer an, würde ich einfach mal sagen. Kurz vorweg, es wird eigentlich ganz schön verpackt geliefert mit so einem schönen Hartplastik-Tragen-Case. Als Aufladekabel ist leider nur ein USB-Ladekabel dabei, also kein Netzstecker oder sowas. Aber ganz ehrlich, in der heutigen Zeit, da hat jeder irgendwie ja einen USB-Port frei, den man dann zum Laden benutzen kann. Vorweg, die Akkulaufzeit wird laut Hersteller für ungefähr 8 Stunden angegeben. Ich denke mal, das wird jetzt in Realität nicht ganz erreichbar sein. Ich hatte das Ding jetzt ein paar Stunden im Betrieb. Natürlich auch immer schön mit Display an, ne? Weil dafür hat man ja so ein Ding. Und ja, mit Musik hören die ganze Zeit. Ich kam so auf ungefähr 6 Stunden. Aber das ist natürlich jetzt nur etwas eine gefühlte Sache, würde ich mal sagen. Ich habe natürlich jetzt keinen großen Probetest gemacht. Aber ich merkte schon so nach 3-4 Stunden hören, dass der Akku so auf ungefähr ein Drittel runter war. Aber wie gesagt, da hat natürlich verschiedene Modi, dass man eventuell natürlich das Display etwas dimmen kann und so weiter. Ich habe es immer schön volle Pulle gemacht, weil das einfach so herrlich finde. Zu den ganz genauen Funktionen kommen wir gleich. Ich möchte euch einfach das Gerät mal so vorstellen. Allgemein als Bluetooth-Lautsprecher, das kann ich jetzt natürlich irgendwie etwas schlecht hier zeigen, dann ich würde das natürlich jetzt auch nur aufnehmen und diese Qualität, die wird euch jetzt nicht vernünftig dargestellt werden. Ich bin jetzt kein Experte, was Lautsprecher angeht. Ich bin aber sehr positiv überrascht, wie das klingt. Als ich das Gerät zum ersten Mal angemacht habe, habe ich schon eine schlechte Vermutung gehabt, denn es klang sehr blechern. Als ich denn aber allerdings Musik angemacht habe, klingt da wirklich gut. Also Bässe kommen ganz ordentlich rüber, Lautstärke passt auch. Also ich bin eigentlich sehr zufrieden. Ich denke mal, wenn man das jetzt natürlich jetzt mit rein Bluetooth-Lautsprechern in dem Preissegment vergleicht, dann dürfte es natürlich etwas abfallen. Ich habe das leider keine Vergleichsfälle, weil ich sonst keinen Bluetooth-Lautsprecher habe. Aber ich denke mal, bei so einem Gerät geht es ja nicht nur um den Sound, sondern auch um das Design und das Aussehen. Ich zeige euch das einfach mal. Also ich finde das vom Design her sehr, sehr schön. Wie so ein schöner alter Retro-Computer. Hier an der Seite findet ihr den Steckplatz für eine Micro-SD-Karte. Dann das Ladekabel und halt der normale Anschalter natürlich. Hinten natürlich hier von den Lautsprechern die Ausgänge, Seite und so. Den gibt es in verschiedenen Farben. Ich habe ihn mir jetzt mal in Weiß geordert. Es gibt natürlich jetzt noch ein hellblaues, ein rosanes und so weiter. Also im Prinzip wird da jeder glücklich werden. Und das Besondere an diesem Design, allgemein fühlt sich das sehr hochwertig an. Und was da wirklich sehr, sehr groß noch mit dazu beiträgt, ihr seht, hier sind 6 Tasten plus ein kleiner Joystick. Und die sind beleuchtet. Aber, ihr hört es jetzt vielleicht, ich gehe mal etwas näher ran. Das sind mechanische Tastaturswitches, wirklich. Das sind cherryblaue Tastaturswitches. Und was da lustig ist, meine Logitech G710 Tastatur, die ich für mich habe, ich tippe hier auch mal so, ich habe die hier gerade so neben, die hat dieselben Switches und das ist ein super Zufall irgendwie, finde ich. Aber dadurch, dass sie halt diese mechanischen Switches haben, fühlen die sich wirklich sehr, sehr hochwertig an.
Wie ihr seht, ihr könnt auch noch andere kleine Animationen und nicht nur den Retro Gaming Panda euch anzeigen lassen. Aber wie gesagt, auf die App gehe ich jetzt gleich ein. Ich will euch nur eine grobe Zusammenfassung, was das Gerät so alles bietet und wie es sich anfühlt auf jeden Fall. Ist sehr hochwertig verbaut. Ich habe da wirklich sehr viel Spaß dran. Ich habe das jetzt auch soundmäßig draußen mal ausgetestet. Ich renoviere momentan so ein bisschen das Schlafzimmer, ein bisschen umbauen. Da habe ich das natürlich zum Musikhören benutzt. Von der Soundqualität bin ich sehr, sehr zufrieden und meine Freundin meinte sogar vorweg, ach, so einen will ich auch haben, das sieht super stylisch aus. Ist natürlich sehr schön. Soweit ich weiß, gibt es die Dinge auch noch so ein bisschen Retro-Fernsehdesign und so weiter, aber für uns als Gamer natürlich, zum Computer natürlich super. Ich zeige euch nochmal kurz, was man hier auf dem Gerät selber machen kann. Also ihr könnt natürlich hier Lautstärke anpassen. Hier könnt ihr ein bisschen so durch die verschiedenen Anzeigemodi durchswitchen. Da gibt es halt verschiedene. Das zeige ich euch ja auch gleich auf der App. Wie ihr seht, das Pixel-Display, ich hoffe, das sieht man in der Kamera einigermaßen korrekt, ist sehr schön, sehr hell. Da kann man eigentlich nicht meckern auf jeden Fall. Und ihr könnt natürlich hier durch die einzelnen Funktionen etwas durchswitchen. Da ist natürlich jetzt der große Nachteil. Diese Symbole, die sagen euch nichts. Sie sind natürlich durch die App wesentlich besser zu bedienen. Aber ihr könnt natürlich auch hier durchswitchen und hier dieser Hebel, der ist quasi der Bestätigen-Button. Und so könnt ihr zum Beispiel auch bei den Spielen, die es gibt, zack, ja, starten, Tetris spielen. Hier so ein bisschen drehen, ist natürlich etwas fummelig, ist natürlich eher ein Goodie. Also jetzt ernsthaft Tetris spielen, das lohnt sich da nicht, aber er kann es einfach. Und das ist einfach eine super Idee, dass es halt so einige kleine Spiele gibt. Ich werde jetzt auf die jetzt im Einzelnen auch nicht näher eingehen. Es gibt ein Würfelspiel, es gibt so eine Art Flappy Bird Abklatsch, es gibt ein Snake natürlich. Ne? Also was auf den alten Nokia-Handys natürlich funktioniert hat, das läuft natürlich auch auf so einem Ding. Aber allgemein ist die Qualität wirklich sehr schön. Gut, bei so einem Preis kann man das auch durchaus erwarten. So, da war jetzt der Gamer. Das musste passen, sage ich mal. Und wie gesagt, jetzt schalten wir mal kurz zu der App, um euch nochmal die ganzen Funktionen von diesem schönen Ding zu zeigen. So, wenn ihr die App startet, werdet ihr gleich hier mit so einem Bildschirm begrüßt. Es gibt eine riesen Community, die eventuell, nicht nur eventuell, die Pixel-Animationen erstellen zu ganz, ganz vielen verschiedenen Themen. Wir kommen dabei erstmal gleich dazu. Ihr seht hier unten die Navigationsbar und darauf gehe ich jetzt mal ein bisschen ein. Hier ganz links entdecken, da im Prinzip könnt ihr euch hier kreativ austoben. Es gibt ein Design, könnt ihr nochmal das Pixelbild generieren, eine Animation, ja, könnt ihr eine Animation generieren. Ihr könnt es hier gerade leider nicht so 100%ig gut sehen. Ich krieg's leider nicht besser gefilmt. Hier könnt ihr dann einen Text eingeben. Ihr seht es hier auf dem Display da links. Ich kann verschiedene Layer eingeben und so kann man verschiedene Farben variieren. Ihr könnt Effekte dazu machen und da euch einen schönen animierten Schriftzug machen. Also auch wenn ihr so wie ich, was jetzt Pixel Design nicht sehr, nicht sehr engagiert seid, nicht sehr kreativ seid, hier ist ein schöner Text, könnt ihr euch auf jeden Fall machen. Kommt immer durchaus was Brauchbares dabei heraus, dann könnt ihr natürlich hier eine Sprachmitteilung machen. Ihr könnt chatten. Es gibt einen Weckruf, also ganz normale Weckfunktion gibt es. Eine Schlafengeh-Funktion, wobei diese Schlafengeh-Funktion würde ich eher als, als semi-optimal bezeichnen, sage ich mal. Ihr könnt da nämlich so verschiedene Einschlafgeräusche machen, wie zum Beispiel, ja, so Regenfälle und sowas, ne? Also so typischen Einschlafgeräusche. Das Problem ist allerdings nur, die klingen so billig, die Box macht einen sehr guten Sound, aber das klingt so billig und so blechern, dass es nicht schön klingt, aber na, ist es da, gibt es Terminplaner, denn die Spiele natürlich, die ich euch gerade vorgestellt habe, die könnt ihr natürlich dann theoretisch hier auch über das Handy spielen. Es gibt ein Geräuschmesser, Stoppuhr, Countdown-Zähler, Anzeigetafel, Benachrichtigungen für den einen oder anderen Max, ne, er will hier Berechtigungen haben. Ihr könnt euch hier Benachrichtigungen anzeigen, also Facebook, Twitter, WhatsApp, könnt ihr euch alles dort anzeigen lassen. Schade finde ich natürlich für mich etwas, dass YouTube fehlt, so ein kleiner YouTube-Abo-Counter, das wäre schon echt nett gewesen, aber im Prinzip alles so kleinere Spielereien hat das Ding auf jeden Fall. Macht Spaß,
Dann habt ihr hier rechts daneben Channel, wo ihr quasi durch die ganzen verschiedenen Sachen hier durchswitchen könnt. Ihr seht immer links, was für einen Effekt das hat. Ihr könnt natürlich hier entsprechende Farbe eingeben. Dann könnt ihr hier verschiedene monatliche Designs euch anschauen. Dann gibt es hier so allgemeine eine Bildeffekte, nenne ich es einfach mal. Ihr seht alles links, wie ich es hier auswähle. Ist sehr schön, denn Visualizer, falls ihr Musik hört, denn ne, ihr kennt diese typischen, bei jeder Musikanlage und so weiter, da gibt es verschiedene Optiken, wie ein tanzender Bart zum Beispiel oder eine tanzende Frau etc. Alles sehr nett. Benutzer definiert, das finde ich am schönsten. Da könnt ihr euch im Prinzip so eine Bildreihenfolge zusammenstellen. Ihr seht gerade links hier den tanzenden Yoshi. Und wenn ich hier auf Plus klicke, irgendwo war hier zumindest gestern noch ein Mario auf jeden Fall. Die kann man dann halt auswählen. Ich nehme hier einfach mal das Erstbeste jetzt einfach nicht, dass ich jetzt hier ewig rum... Ja, hier, Pikachu. Pikachu geht immer. Ja, so. Und dadurch seht ihr dann, dann geht ihr hier unten auf Erstellen. Dann braucht ihr natürlich so etwas, bis das hochgeladen hat. Und schon seht ihr, könnt euch eine ganze Kanonade an Sachen machen. Und damit stellt ihr quasi ein, was ihr dann auch auf dem Gerät durchschalten könnt, was angezeigt werden soll. Finde ich sehr schön, denn gibt es hier natürlich noch weitere Optionen hier, wie die Uhrzeit angezeigt werden soll und so weiter. Hier ist, wie gesagt, diese Pixel-Galerie und es gibt eine sehr große Community mit sehr vielen Leuten, die hier was erstellen. Also das ist für jeden was dabei. Ich gebe jetzt hier einfach mal Mario ein. Und ihr werdet sehen, es gibt da wirklich sehr, sehr viele Mario Pixel Art Sachen und die könnt ihr halt immer hinzufügen und das finde ich einfach eine schöne Variante. Für uns als Retro Pixel Spieler, sage ich mal, ist auf jeden Fall immer was dabei. Dann als nächstes natürlich hier auch nach verschiedenen Sachen sortiert und so weiter. Wie gesagt, ich gehe es auf die App jetzt nur etwas oberflächlich ein. Dann, was ich sehr schön finde bei Musik, da sind viele, viele verschiedene Radiosender schon eingestellt. Das heißt, ihr müsst da theoretisch jetzt keine Radiosender-App euch noch zusätzlich machen. Ihr könnt natürlich allerdings natürlich auch über eure gewohnten Apps, natürlich über das Handy dann per Bluetooth denn die Musik machen. Ihr müsst nicht diese App benutzen, um den Lautsprecher mit eurem Handy zu benutzen. Aber ist eigentlich ganz cool, dass hier die verschiedenen Musiksachen für was eingespeichert sind. Hier oben könnt ihr halt dann noch auswählen, dass ihr von der Micro-SD-Karte was abspielen wollt. Ja, und hier rechts haben wir im Prinzip noch die Einstellung. Also das Prinzip, ein schöner Funktionsumfang, sehr, sehr viele Spielereien. Man kann natürlich jetzt auch hier bei den Pixel gestalten. Ich zeige es euch mal, ich bin nur komplett unfähig. Schöne Pixel Art machen und so weiter. Gibt es auch eine große Community, finde ich sehr schön. Da solltet ihr auf jeden Fall also immer irgendwelche Bilder finden. Und ja, ich habe es versucht, muss ich sagen. Ich war zu doof, das Retro Panda Logo nachzubauen. Ich bin, was sowas angeht, einfach etwas nicht so kreativ, sage ich mal. Aber kommen wir zum Fazit. Das kann also alles dieses wunderschöne Gerät. Bleibt jetzt natürlich noch eine Frage. Was halte ich davon? Also ich muss sagen, ich bin eigentlich sehr zufrieden. Das Ding kostet bei Amazon momentan 80 Euro, gibt es in verschiedenen Farben. Ob das ein 80 Euro wert ist, ist natürlich die große Frage. Ich mag aber diese schön animierten Displays und auch der Sound hat mich persönlich überzeugt. Wobei ich ja im Video schon gesagt habe, ich bin jetzt auch keiner, der jetzt eine große Kenntnis hat, wie Lautsprecher klingen und so weiter. Ich habe jetzt festgestellt, dass es in den Tagen, in denen ich den habe, eigentlich bei mir wirklich täglich in Einsatz war. Und nicht nur, weil ich jetzt unbedingt das testen wollte für das Video, sondern weil ich einfach gemerkt habe, hey, so ein Bluetooth-Lautsprecher allgemein, ich hatte vorher keinen, ist schon super praktisch und das Ding wird auf jeden Fall einen Platz in meinem Regal dort hinten finden und euch in den Videos bestrahlen. Auch, wie gesagt, das Lautsprecher sehr gut einsetzbar, der Sound finde ich sehr, sehr gut. Diese ganzen Spielereien natürlich, wie ne, Wecker, Notifications und so weiter, ob man das jetzt braucht, bleibt jetzt mal jedem selbst überlassen, sage ich mal. Die Spiele sind natürlich ein nettes Gadget, aber natürlich etwas sehr fummelig zu spielen. Das Spiel gibt so viele Plattformen, wo man Tetris zum Beispiel besser spielen kann. Ich bin aber allerdings sehr zufrieden von dem Gerät. Wenn ihr euch das mal anschauen wollt, habe ich unten einen Amazon Reflink verlinkt und natürlich auch die Seite des Herstellers, damit ihr euch mal noch etwas kompetenter darüber informieren könnt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, ihr fantastischen Leute. Und ich hoffe, wir sehen oder hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut, tschüss.